Wenn wir unsere beiden Hände zusammenlegen zu einer Blütenknospe und uns auf diese Weise begrüßen, bedanken oder ein Zeichen der Wertschätzung geben, dann soll das dokumentieren unter anderem, dass wir Körper und Geist, Rupa und Nama, dass Geist und Körper, also Nama Rupa, zusammengekommen sind. Wir sind ganz da. Wir sind ganz dabei. Ich bin ganz bei dir, wenn ich so mache und nirgends anders. Das soll es ausdrücken. Und dieses Rupa Nama, diese Körper-Geist-Verbindung, entsteht, wie wir heute Morgen gehört haben in der Lehrrede des Mittleren Weges, aus Triebkräften, aus Impulsen heraus, die einerseits das Bewusstsein zunächst mal anregen und überhaupt möglich machen und aus diesem Bewusstsein heraus dann das Geistig-Körperliche sich zeigt, sich manifestiert. Für eine bestimmte Zeit, die ihm gegeben ist, diese Ganzheit, das, was uns ausmacht, in dieser Form, in der wir gerade sind, ins Leben zu bringen. Dass dieses Leben sozusagen eine neue Manifestation hervorbringt, die dann jemand von uns sein kann. Und beide Kräfte, sowohl die verdichtete körperliche Kraft, wie die Energie dessen, was uns auch ausmacht, dass wir oft mit Geist definieren. Geist hat, werden wir sehen, in 3 Tagen verschiedene Bedeutungen. Und diesmal ist es klar, dass es die energetischen Komponenten unserer Persönlichkeit sind. Bringt es zusammen. Und sie stehen in Wechselwirkung zueinander, ständig. Wenn wir unsere Atemübungen machen, wissen wir genau, wie sehr der Atem diese Brücke zwischen Körper und Geist einerseits das körperliche Wohlbefinden beeinflusst, wenn der Geist ruhig und klar wird, und andererseits der Geist ruhig und klar wird, wenn wir mit dem Körper einfach eine bestimmte Stabilität und eine bestimmte Präsenz und Ruhe erreicht haben. Und dafür haben wir eine ganze Palette von meditativen und kontemplativen Möglichkeiten. Und nun, wenn wir sagen, da ist Nama Rupa, da ist diese energetischen Komponenten in uns und die etwas festgefügtere Form unseres Körpers, dann ist das die Grundlage, von der wir ausgehen. Und deshalb habe ich auch diese Skizze gemacht, um das noch einmal zu verdeutlichen. Die 5 sogenannten Skandhas sind also jene Komponenten, die uns ausmachen als Persönlichkeit. Und davon das eine eben Rupa, das Körperliche in uns. Und dann 4 energetische Komponenten, die zusammenspielen und diese 4 wiederum natürlich auch mit dem Körperlichen. Etwas, das ständig Bestandteil unserer Übung sein kann, um ganz als ganzer Mensch da zu sein, um ganz das Leben zu berühren, indem wir Körper und Geist zusammenbringen. Es ist die wertvollste Geste, die wir manchmal ein bisschen unbedacht vielleicht so übernommen haben, unbedacht verwenden und einsetzen. Nein, ich möchte bitten, dass immer dann, wenn wir diese Lotusblüte oder welche Blüte wir uns immer vorstellen wollen, wenn wir die bilden, dass wir dann ganz versuchen, da bin ich jetzt, hier und jetzt, mit allem, mit keinen Gedanken irgendwo, mit dem Körper woanders, dieses ganze Konglomerat immer wieder versuchen, neu zusammenzubringen, in dem einen Punkt. Steht dir gegenüber als ein ganzer Mensch und nicht als ein geteilter, ein zerrissener. Und diese 4 energetischen Komponenten sind dann zunächst unsere Wahrnehmung, ein ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit und zugleich auch jener, der uns sehr viel Leidvolles bringt, weil der größte Teil unserer Wahrnehmungen falsche Wahrnehmungen. Wir werden das noch näher untersuchen, warum das so ist. Die Untersuchung der Bewusstseinsfunktionen zeigt uns ziemlich deutlich, warum so viele unserer Wahrnehmungen falsch sind, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind, in ihrem So-Sein, sondern eingefärbt durch unsere Erfahrungen, durch unsere Denkprozesse, durch unser Vergleichen, durch unser Bewerten, Beurteilen. All diese Aspekte spielen dabei rein und deshalb können wir in der Regel keine ganz echte Wahrnehmung machen und somit auch nicht die Wirklichkeit, wie sie ist, erkennen. Das ist ein
Probleme zur gleichen Chance. Also ist Wahrnehmung ein ganz wichtiger Teil unserer Nama, unseres Geistesbereichs, unserer energetischen Aspekte, dieser Körper-Geist-Kombination, Verbindung unserer Persönlichkeit. Wenn wir zu den Willenstendenzen kommen, das ist die nächste Komponente, die Sanskaras, die Willenstendenzen, die Willensimpulse, dann haben wir vorhin gehört, dass sie es sind, diese Impulse, die das Bewusstsein möglich machen und dann Geist-Körper bilden. Sie sind aber nach wie vor da und Teil dieser Geist-Körper-Verbindung. Und darum ist unsere Willenstendenz ein ganz entscheidender Punkt. Buddha hat gelehrt, dass über unsere jetzige Manifestation hinausgehend die Willenstendenzen, wohin wir uns orientieren, in welche Richtung wir schauen und uns bewegen, dass die entscheidend sind für die weitere Form dessen, was das Leben als neue Möglichkeit, als neue Manifestation aus unserem Leben heraus entwickelt. Und darum sind unsere Willenstendenzen, wohin der Geist sich neigt, so entscheidend, weil das uns dann prägt. Und darum ist es so entscheidend, die Motivation zu finden, die uns sozusagen jeden Tag immer wieder neu orientieren, ausrichten lässt, seien es die 5 Übungen der Achtsamkeit, sei es der Teil der Meditation, was immer wir unternehmen, um aus Überzeugung, aus innersten, tiefer Sehnsucht und Überzeugung einen Weg des befreiten, des erwachten Menschen zu gehen, dass wir uns da immer wieder neu orientieren und ausrichten. Und diese Willenstendenzen können natürlich genauso die negativen Geistesfaktoren immens stärken und dazu führen, dass wir abdriften in eine Welt des Leidens, der Sehnsüchte, des Hungers nach so viel, nach Liebe, nach Anerkennung, was immer es sein mag. Das sind jene Menschen, die wir oft als Hungry Ghosts, als hungrige Geister definiert, bezeichnen, weil sie wurzellos geworden sind, weil ihre Willenstendenzen so geschwächt wurden oder so in eine negative Position abgewandert sind, dass sie kaum mehr sehen, die Möglichkeiten zu einer Leidensminderung oder Leibfreiheit, wie sie Buddha gelehrt hat, weiterzukommen, hinzukommen. Deshalb sind die Willenstendenzen etwas, worauf wir ebenso wie bei den Wahrnehmungen sehr achten müssen. Und wenn ich achten sage, meine ich schon, dass jene alle 5 Komponenten nicht nur zusammenwirken, sondern durchdrängt sein sollten mit dieser Energie der Achtsamkeit, die sozusagen im Mittelpunkt unserer ganzen Praxis, dieses Alpha und Omega, das A und O unserer ganzen Bemühung ist, immer diese Energie der Achtsamkeit, von der Thay sagt, sie sei die Energie eines Buddha. Sie sei so viel wie etwa für einen Christen der Heilige Geist, die Energie Gottes, die in ihm lebendig sein kann. Wenn er es zulässt und wenn er sich dafür öffnet und wenn er damit in Kontakt kommt. Und so ist für uns die Energie der Achtsamkeit dieser entscheidende Faktor, der bei rechter Wahrnehmung, bei genauem Hinschauen wirkt, bei rechter Willenstendenz, bei rechter Ausrichtung auf den Weg, den wir gehen oder die Schritte, die wir machen möchten. Und immer sicherer darin werden, je länger wir gehen. Und erstaunlicherweise weniger müde, weil die Motivation dann so schön ist, dass wir weitergehen. Das kann ich euch versichern, seit Übung weiß ich das. Entwickelt und steigt. Und so kommen wir auch zu den Gefühlen, dem 4. energetischen Komponenten, die wir mit Psyche definieren wollen, Gefühle, Emotionen. Und damit ist die Psyche wieder zum ursprünglich Griechischen zurückgeführt, nämlich dass da in dieser Psyche alle Gefühlskomponenten, Emotionen enthalten sind, aber nicht etwas, das wir mit Seele normalerweise übersetzen würden und das sozusagen eine Eigenständigkeit hätte, die unsterblich durch alle Äonen geht. Das kennen wir im Buddha Dharma nicht. Deshalb übersetze ich es nämlich nicht das Wort Seele, sondern das Wort Psyche und definiere es deutlich, dass das der Aspekt aller Gefühle und Empfindungen ist. Ein riesiger Bereich natürlich, auf den wir ebenso achten. Wo ist da Traurigkeit? Wo ist da Einsamkeit? Wo ist da Versucht? Wo ist da Angst? Wo ist da Wut? Und wo ist da Freude? Und wo ist da Mitgefühl? Wo ist Frieden? Wirklicher Frieden? All jene Komponenten gehören zum Teil unserer Psyche und werden, was wir später sehen werden, ganz eindeutig in unserem Bewusstseinskontinuum erzeugt
Und wir können sie fördern, wir können sie austrocknen, wir können sie transformieren, wir können sie verwandeln. Das ist sozusagen die Hauptarbeit des Gärtners, über den wir später sprechen. Und das letzte, die energetische Kompositum, das vierte, ist dann eben das Bewusstsein. In diesem Fall, in diesem Kontext, das Geistbewusstsein. Auch das wird noch zu definieren sein, was es bedeutet. Mano Vijnana, meistens übersetzt mit Denken, aber es ist viel mehr als nur das Rationale in uns, die Fähigkeit zu denken, es ist viel bedeutsamer. Ich halte heute Mano Vijnana neben dem Alaya Vijnana, also Mano neben Alaya, das entscheidende Bewusstsein für die Formung unseres Lebens, unserer Ausrichtung und ein besseres Verstehen, wie dieses Bewusstsein funktioniert und was es mit uns macht. Ich hoffe, dass diese fünf Skandas nochmal für alle eine Erinnerung waren, weil wir davon, wenn wir über Transformation at the Base, Transformation auf der Grundlage ausgehen, uns das vor Augen halten sollten. Und dass auch das Kräfte sind, die zusammenspielen, die in Wechselwirkung stehen, oft verglichen mit fünf Flüssen in einem Reich, das wir beherrschen sozusagen sollten, das wir begleiten, das wir fördern, wo Milliarden von Zellen und Genen zuständig und verantwortlich sind als Bewohner dieses Reiches. Und wir mit unserem Bewusstsein und mit unserem Geist sehr viel Harmonisches und Positives einbringen können oder es verrotten lassen, schlampern, davongehen, weil wir nie zu Hause sind in diesem Reich. Die fünf Flüsse und die Umgebung ihm selbst überlassen, auch den intelligenten Wesen wie Zellen und Gene, uns nicht um sie kümmern, nicht mit ihnen in Kontakt sind, sondern einfach irgendwo weit weg draußen und ständig aufhalten, aber ja nicht zu uns nach Hause. Und das ist das Dramatische oft in unserem Leben, dass wir da, wo wir wirklich die Heimat finden, da, wo wir auch Verantwortung tragen, für so viele Millionen, Milliarden Zellen, intelligenten Zellen, wo aus einer, sonst gäbe es kein Klonen, wieder ein ganzer neuer Mensch gemacht werden kann, die alle Informationen in sich trägt, die seit anfanglosen Zeiten die gesamte Evolution in sich hat und nicht verloren hat, dass wir mit diesen unglaublichen Elementen des Minikosmos so leichtsinnig oft und fassungslos umgehen, weil wir ständig draußen sind und uns immer wieder neu, sei es Telefon, Fernsehen, in egal was es ist, andere Anrufe, Freunde, Gespräche, Kulturelles, ablenken. Ich hoffe, das ist jetzt so. Es gibt jetzt als nächste Skizze, die ich vorhin gemacht habe, sozusagen den klassischen Aufbau, wie ihn auch Thich Nhat Hanh oft verwendet hat. Der klassische Aufbau hat dann nicht die Männchen da oben, das ist für mich eine bildhafte Darstellung, die mir wichtig ist, dass man sich etwas, dass man einfach einen klaren Bezug dazu immer behält. Ihr könnt euch das hier in der Ecke sitzen, ein wenig näher anschauen. Das sind jene fünf Bereiche unserer Sinnesorgane, die die Welt wahrnehmen. Und ihre Informationen, obwohl viel durch den Raster fällt und nicht wirklich verändernd wahrgenommen wird, die aber uns die Welt öffnen. Unser Sehen, unser Hören, das große Ohr, unser Riechen, die lange Nase, wir haben uns immer die langen Nasen, unser Schmecken mit der großen Zunge und unser Tasten spüren mit der Hand, dann tastet und berührt. Und nicht zuletzt, mit seiner Feder am Hut, unser Geistbewusstsein, das dazugehört. Auch dieses Denken, das so, in Klammer, Denken ist ein Teilbereich des Bewusstseins, die alle spielen zusammen und bringen ihre Elemente. Das ist jetzt die klassische Form, es gibt eine andere noch, zu Manas, dem sogenannten Manas, das hier schon mal ziemlich grimmig guckt, aber die Größe, da, die Größe dieses Bewusstseinsfeldes zeigt schon die Bedeutung des Feldes. Und da ist dann noch die Kommunikation, die dann weitergeht mit Samen, die abgegeben werden aus dem Tagesbewusstsein, aber auch hochkommen in das sogenannte Speicherbewusstsein. Das ist also die klassische Form, jene große Schale des Speicherbewusstseins, das sowohl eine individuelle, gleichzeitig auch eine kollektive Komponente hat. Und wie da drin sozusagen alle Samen, die je unseren Lebensstrom, in unser Leben eingedrungen sind,
bewahrt und aufgehoben werden und zum rechten Zeitpunkt sich manifestieren im Tagesbewusstsein, entweder weil sie aufgerufen sind oder unaufgerufen, weil ein Stichwort entsteht in unserem Leben, das zum Teil uralte Samen wieder nach oben lässt. Auch das wollen wir genauer anschauen. Diese Darstellung habe ich schon oft gemacht mit den sechs energetischen Pfeilen des Bewusstseins in die Mitte und von der Mitte her dann in diese große Speicherbewusstsein, das auch wieder miteinander mit dem Tagesbewusstsein ständig kommuniziert. Die Darstellung ist weitgehend stimmig, aber nicht so ganz. Nicht so, wie ich sie heute sehen würde. Dann habe ich noch was gemacht. Bin weitergegangen und habe jetzt ganz grafisch, ganz ohne Mannequin dargestellt, wie die Verbindungen zwischen diesen unterschiedlichen Bewusstseinsfeldern funktionieren. Wir haben oben diese fünf Sinnesorgane der Weltwahrnehmung. Diese kooperieren miteinander. Wir können sie gleichzeitig einsetzen oder fokussierend nur eins. Sehen. Das Sehbewusstsein ermöglicht, dass wenn ich ein Auge habe und eine Form oder Objekt draußen, außerhalb von mir, dass ich es erkennen kann und das Sehbewusstsein ermöglicht zu wissen, was das ist. Oder ihm zumindest einen Namen geben, eine Bedeutung geben. Hätte ich Sehbewusstsein nicht, könnte ein Auge wohl Formen und Farben erkennen, aber wüsste nicht, was das sein soll. Also brauche ich Sehbewusstsein. Das Gleiche gilt, wenn ich irgendwelche Töne hören würde, wohl Ohren habe, aber kein Hörbewusstsein. Ich könnte niemals eine Symphonie genießen, weil dieses Hörbewusstsein, wenn es fehlt, dem Ohr nur dann Geräusche zufließen lässt, aber Geräusche, die man nicht einordnen kann. Und das wäre dann Hörbewusstsein, das nicht das fehlend ist und uns nicht die Möglichkeiten gibt, wirklich zu hören oder zu lauschen. Und so geht es auch dann mit den anderen drei Weltwahrnehmungen, dass immer ein Bewusstsein dabei sein muss, alle drei Komponenten zusammenspielen muss. Das Subjekt, also das Auge, das Ohr, die Zunge, so weiter. Das Objekt, das, was es zu hören, zu sehen, zu schmecken, zu tasten gibt. Und das Bewusstsein dazu, damit uns deutlich wird, worum es sich überhaupt handelt. Und diese fünf Sinnesorgane arbeiten ganz eng und ständig zusammen mit Mano. Wir werden uns dann dieses Wort merken. Mano, ähnlich wie Manas. Ich spreche von Mano, weil das ist das Geistbewusstsein. Mano Vijnana, Geistbewusstsein. Der Mano oder die Mano, ihr könnt dann immer raussuchen, ob es Männlein oder Weiblein ist, arbeitet also mit den fünf Sinnesorganen ganz eng und unmittelbar zusammen. Wobei in dem Moment, wo solche Sinnesaufnahmen mit Mano in Kombination sind, schon eine Bewertung beginnt. Ah, das gefällt mir und das ist ja furchtbar und das stinkt und das riecht wunderbar. Das heißt, es wird dann sofort bewertet, beurteilt, eingeordnet, eingefärbt sozusagen. Unsere Wirklichkeit wird die Wirklichkeit, die wir sehen, aber nicht die ist. Und das entsteht im Zusammenwirken mit Mano und den fünf anderen Bewusstseinsformen. Warum? Weil Mano wiederum in Kontakt steht und beeinflusst wird von Manas. Manas ist eine sehr heftige Energie, eine Bewusstseinsform der Unwissenheit, eine Bewusstseinsform falscher Vorstellungen und beeinflusst Mano immens, immer wieder, wenn dieses Geistbewusstsein und Manas zusammenspielen. Insofern ist also hier eine Verbindung, die sofort eine modifizierte Form dessen, die wir denken, die wir wahrnehmen, in Kombination mit den fünf Sinnesorganen erzeugt. Und nun ist das das Mögliche, dass sowohl Mano wie auch die fünf Sinnesorgane unmittelbar mit dem Speicherbewusstsein, das ich in Alia Kurzform definiert habe, das heißt hier Alia Vijnana, mit diesem Alia in Verbindung tritt. In dem Moment, wo die mit dem Speicherbewusstsein kommunizieren, sehe ich die Dinge so, wie sie sind, in ihrer Soheit. Nicht mehr eingefärbt, nicht mehr bewertend, nicht mehr be- oder verurteilend, sondern ich sehe sie so, wie sie gerade sind. Ganz neu, mit neuen Augen. Und ich erkenne das Wunder dessen, was da ist. Und nehme es nicht mehr selbstverständlich und gebe ihm auch keine sogenannte Einfärbung. Beeinflusst durch Mano, der wiederum beeinflusst durch Manas. Ich stelle also eine unmittelbare Verbindung
zwischen dem Speicherbewusstsein, Alia, und den entweder Sinnesorganen oder dem Denkorgan, dem Denkbewusstsein, pardon, da heißt es auch Bewusstsein natürlich. Und dieses Alia ist das, der Bereich, der der allergrößte und allerwichtigste ist, mit dem wir uns auch zuerst beschäftigen werden. Alia hat eine individuelle Komponente, was es alles enthält und bewahrt, darüber sprechen wir gleich, und eine kollektive, mit der sie mit dem ganzen Kosmos in Verbindung steht. Alles, was existiert, alles, was je da war und sein wird, ist sozusagen in diesem riesigen kollektiven Speicherbewusstsein des Alia und geht auch nicht verloren. Das ist eine der entscheidenden Grundlagen buddhistischer Erkenntnis und Einsicht. Und dieses Alia, jetzt komme ich noch dahin, steht hier mit diesem Manas in engster Verbindung. Das Manas ist in einen Teil des Alia geradezu verliebt. Und es findet darin auch in der Verbindung mit dem Speicherbewusstsein seine Selbst- und Ich-Vorstellung. Manas ist der Träger des Egos, des Selbstes. Und beide Komponenten, sowohl Alia wie Manas, sind Tag und Nacht tätig. Diese beiden Bewusstseinsformen sind permanent. Während die anderen sechs Zeiten haben, auch das werden wir uns ansehen, wo sie nicht tätig sind. Das gilt für Manas und für Alia nicht. Insofern müssen wir unsere besondere Aufmerksamkeit auf diese beiden Bewusstseinsarten, die so sehr unser Leben beeinflussen und uns formen und Bewusstseinsveränderungen, die wir anstreben, mit dem nur geschehen kann, ja, zusammen. Wo wir Geduld brauchen und nicht forcieren können, wo wir etwas wachsen und reifen lassen, zulassen müssen, dass es wächst und reift und dass wir nur die Aufgabe haben, gut zu säen, gut zu begießen, gut zu pflegen, kultivieren und uns an dem erfreuen, was dann Alia, das geht nicht mit machen. Ich habe es versucht, den ersten 15 Jahren. Machen, das muss doch gehen. Die Bewusstseinsvertiefung, Lama Govinda, mein erster Lehrer, hat immer gesagt, es geht nicht um die Bewusstseinserweiterung, es geht um die Bewusstseinsvertiefung. Das ist ein entscheidender Punkt. Und diese Consciousness, diese Bewusstseinsvertiefung gelingt uns nur, wenn wir ganz tief mit dem Alia in Verbindung kommen und in Verbindung stehen. Und auch dafür gibt es eine Palette von meditativen Möglichkeiten. Diese Stille, diese Ruhe, die wahre Natur unseres Seins, wie wir so oft sagen, die wahre Natur unseres Daseins zu entdecken und auf die Weise Bewusstseinsveränderung möglich zu machen. Dass alle diese Verbindungen, die ich jetzt gezeigt habe, ständig vor sich gehen, da permanent, hier in den Fällen, wo die sechs Sinnesorgane, wo die sechs Bewusstseinsfelder aktiv sind, ist uns inzwischen klar. Und dass alles, das gesamte Gebiet durchdrungen sein müsste, um überhaupt ein Ergebnis zu erzielen, einen geistigen Weg zu gehen, heißt Sati oder Smriti auf Sanskrit. Und Sati oder Smriti ist die Achtsamkeit, ist die Präsenz, ist die Vergegenwärtigung von all dem, was in uns ist, es in die Gegenwart bringen und nicht verkümmern lassen oder nicht das falsche Gießen sozusagen. Und dann nur noch Disteln und Unkraut. Wo ist er denn? Disteln und Unkraut pflegen. Aber auch nicht rausreißen, weil es nicht geht. Es funktioniert nicht. Du kannst es verdorren lassen und du kannst es transformieren, verändern. Das ist möglich. Oder austrocknen. Aber ich kann es nicht vernichten. Es gibt nichts, was noch vernichten kann. Nichts. Es ist ein total holistisches System, das mahayanische Denken, wo alles schon da ist, nichts verloren geht und nichts dazukommt. Den Grundsatz müssten wir auch festhalten, wenn wir uns mit dem Bewusstsein beschäftigen. Nichts geht verloren. Nichts kommt dazu. Alles verwandelt sich. Es ist in ständiger Transformation. Entweder bewusst, weil wir daran beteiligt sind, oder ohne unsere Beteiligung, da passiert es trotzdem. In welcher Weise? Das ist eine ganz andere Frage. Dann sind wir eben manipulierbar. Dann gibt es Dinge, die wir unbewusst machen, zerstreut machen, die wir automatisch machen. Das ist alles das, was auch möglich ist, wie mit Sicherheit wisst und selbst erfahren habt. Naja, und jetzt habe ich noch mal ein paar Männchen gemalt.
um es nochmal zu verdeutlichen, jetzt wird es ein Bild. Vorher war es mehr eine Form der Konstruktion, wie das so läuft. Und jetzt gehen wir mit Freund Sati. Es ist ein Freund, der mich seit Jahren begleitet, um den ich mich immer wieder bemühe, um diese Achtsamkeit. Ich möchte seine Freundschaft erhalten, denn sie ist die Energie, die mir meinem Leben eine, und in jedem anderen ist es auch so, eine neue Qualität gibt, eine neue Ausrichtung. Eine Achtsamkeit auf all das, was mir widerfährt, womit ich in Berührung komme, was in mir auftaucht und um mir herum auftaucht. Und dazu brauche ich Freund Sati. Ich mag ihn recht gern. Der jetzt immer so aussieht, ist eine andere. Ich könnte ihm jetzt ein Vollbart malen, da wird er mir immer ähnlicher. Und da ein paar Haare wegnehmen. Aber irgendwann wird auch Sati so, wie wir auch selbst sind. Wir werden immer mehr auch Sati. Manchmal sind wir so zerstreut und unachtsam, dass wir eben nicht mehr sehr ähnlich sind. Insofern verändert sich dieses Bild ständig. Ist irgendwas unklar? Es ist das Gleiche. Achtsamkeit oder Vergegenwärtigung. Nur einmal Pali und einmal Sanskrit. Ich nehme Sati, weil ich es leichter aussprechen lasse, als Smriti sagt. So heißt es halt. Ja, und hier haben wir jetzt den Garten, das Feld des Bewusstseins erreicht, um das optisch vor Augen zu haben. Wenn ich von Feldern spreche oder Gärten, dann ist das ein Bild, das meine Psyche, mein Wesen aufnehmen kann, mein Herz aufnehmen kann, weil das nur in Bildern zu Vorstellungen entwickelt und nicht in Termini, in Begriffen, in Begrifflichkeit. Also brauche ich Bilder, die auch mein Herz berühren, Bilder, die mir Dinge deutlich machen. So wie ich eben auch Bilder in den Träumen habe und nicht irgendwelche Erklärungen schriftlicher Art oder intellektueller Art durch Worte, Begriffe. Nicht umsonst heißt Begriff Terminus Endstation. Nichts mehr geht, alles ist festgefahren. Nicht mehr dynamisch, nicht mehr lebendig. Stazione Termini, Roma. Ja, ja, Endstation. Und darum brauchen wir Bilder. Und das ist ein Bild für mich. Alaya, Alaya ist die Erde. Es ist ein unglaubliches Feld der Erde, in der alle Samen, die es je gab und geben wird, enthalten sind bereits. Und wo auch immer wieder neue hinzukommen, aber nicht von irgendwo außen, sondern immer wieder in diesem System dessen, was schon da ist. Es ist alles schon da. Die Frage ist nur, wie viel wir zusätzlich noch hineinpflanzen durch unser Bewusstsein, wie viel wir fördern durch Gießen, durch Neues säen, kultivieren und was wir vielleicht verdorren lassen oder verändern. Ihr seht, es geht also von Kakteen über stachelige Gewächse bis hin zu schönen Blumen, weil es schön gemalt wäre. Und in diesem Feld, in diesem riesigen Feld unseres Bewusstseins, das unseres ist, das Individuelle und zugleich auch das Kollektiv, verbunden mit allen anderen Bewusstseinsfeldern, die es je gegeben hat oder je gegeben wird, kosmische Dimension. Mit dieser Erde arbeite ich, mit ihr zusammen. Und ich brauche Vertrauen, so wie ein Gärtner in seine Erde Vertrauen braucht, dass sie das, was er sät und worum er sich bemüht, sei es jetzt Gemüse oder Blumen, sie auch bringen wird. Er kann es nicht machen, der Gärtner. Er kann sich nur darum bemühen, sie pflegen, vielleicht gut mit ihr reden, ich weiß es nicht, ich mache es nicht, schau nicht, bring doch was raus. Also diesen, und das mache ich auch mit meinem im geistigen Potenzial sozusagen. Ich spreche mit Alaya. Das ist eine Form von Mutter Erde. Und in ihr entsteht es. Wir brauchen eben, wie ich schon sagte, Reife, Reifung. Denn die Erde reift mit uns. Und wir brauchen Geduld. Ihr kennt die alte Geschichte vom Blumentopf, den ich als Kind bekommen habe, mit einer wunderschönen Samen drin, einer Pflanze. Und die sollte ich pflegen. Das war eine feine Pflanze. Wird auf meinem Kinderzimmer am Fensterbrett. Ich war ganz glücklich, meine Tante Grete geschenkt. Und als ich dann so eine Woche lang da gesessen bin, jeden Tag geschaut, kam nichts. Daraufhin bin ich dann also mit zwei Zahnstochern hergegangen, um zu schauen, ob da schon was kommt. Ich habe dann rumgestochert und rumgeriert. Es ist nie was gekommen. Ich hatte nicht die Geduld. Ich konnte nicht warten, bis was reift, in Erscheinung tritt, sich manifestiert, was eigentlich. Aber ich habe der Erde und dem Samen keine Chance gegeben. Und das ist wichtig, wir mit Bewusstsein arbeiten, diese Geduld
diesen Prozess der Reifung des Werdens zuzulassen und anzuschauen und uns an dem zu erfreuen, was da kommt und nicht ständig in der Erwartung dessen zu sein, was noch kommen muss und sollte. Das ist auch ein wichtiger Grund. Diese Allererde, der man viel vertrauen muss, wird also nun gepflegt durch einen Gärtner namens Manu. Er hat eine große Bedeutung, der Manu, das heißt Bewusstsein, denn er, dieser Manu, oder sie, es kann genauso ein weibliches Wesen sein, wird sie deswegen nicht Mana nennen, dann kann man trotzdem Manu sagen, könnte ich gießt also, pflügt und arbeitet da in diesem Feld des Bewusstseins, denn das ist unser Verstand, das ist unser Denken, aber ein Denken, das zugleich ganz stark beeinflusst ist von Vorstellungen, von Wünschen, das ist gut und das ist schlecht und das ist positiv und negativ und das ist noch neutral, so wie unsere Gefühle es auch sind, so ist auch diese ganze Wertung und Bewertung ständig da. Das heißt, dass er ständig unterscheidet zwischen dem, was er eigentlich haben möchte und dem, was er nicht haben will und darin dann rumarbeitet. Und Safil leider viele Fehler macht, wenn er nicht sehr, sehr gut wird, der Manu, unser Geistbewusstsein. Wenn das nicht in gutem Kontakt mit der Erde steht, dem Aya, dem Speicherbewusstsein, direkt, sondern immer wieder gestört und verändert wird durch Unwissenheit, und durch die Energie der Unachtsamkeit, der egozentrierten Haltungen, des Egoismus, dann könnte er vieles erreichen. Aber was er macht, ist sich ständig beeinflussen lassen, manchmal mit Absicht und manchmal unabsichtlich, weil nicht achtsam genug, durch diesen Burschen. Den habe ich rot gemalt, ganz bös, Zähne, zerstörerisch in seiner Augen. Oder mindestens dumm, unwissend, aber ständig am Tun, Blumen rauszureißen, irgendwelchen Quatsch zu machen, irgendwie zu stören und darum zu ackern in dem Garten. Das ist Manas, wie ein Kobold. Und dieser Manas trägt das Ich. Und dieser Manas ist verliebt in Alaya, in die Erde, in einen Teil davon. Und nimmt aus diesem Teil, mit dem er da in Verbindung tritt, die Idee des Selbst. Das ist der Prozess, der da passiert. Und er beeinflusst wieder Manu, das Geistbewusstsein, ganz intensiv. Und immer dann, wenn wir anfangen zu urteilen, zu erwägen, abzulehnen, zu bewerten, zu wünschen, zu konstruieren, alles das, was eigentlich im Denken ständig passiert, und die alten Kassetten wieder einschalten, die wir schon so oft gehört haben, glauben, es sei was Neues, redet von unseren eigenen, ist Manas am Wirken, intensiv. Und immer dann, wenn wir die Wunder dessen, was es gibt, direkt unmittelbar sehen können, wenn wir nicht mehr beeinflusst werden von so viel, das muss ich und das bin ich und das will ich und das sollte so sein und das darf nicht anders sein. Und wenn dieses Ich dann so stark wird, dass es wehtut, wenn der Manas voll in Funktion ist und wir uns so aufblasen, beide dann zusammen, dass wir nicht mehr durch eine Tür gehen, weil es dann sofort wehtut, so aufgeblasen sind wir mit unserem Ich, und dann ist Manus happy. Manus happy. Dann freut er sich. Klar, das ist die Unwissenheit, die er davon lebt. Er bewahrt auch immer unser Leben, er will uns ständig schützen. Manas. Und diesen Schutz, der ist natürlich bezogen auf diese Vorstellung des Selbstes, des Egos. Darum arbeitet er daran. Er ist ständig bemüht, diesen Garten zu stören, dass es kein spiritueller Garten, Blumengarten wird, ein Geistes, nicht die Chance bekommt zur vollen Entfaltung, zur vollständigen Entwicklung, zum wirklichen Erwachen und zur Befreiung zu gelangen. Und dieser Manu hat natürlich seine fünf Helfer dabei, die helfen ihm mit. Und da kommt es auch wieder darauf an, ob diese fünf Freunde oder Freundinnen immer wieder auch Kontakt, das ist unsere Meditation, Kontakt mit den Wahrnehmungen, unmittelbar mit Alaya, mit der Erde, im Speicherbewusstsein haben, oder beeinflusst sind von dem wiederum beeinflussten Manu,
Also im Bewerten, im Beurteilen und so weiter, wenn also Manas in dem Manu sitzt und über den Manu dann die Verbindung, ich habe es vorhin gezeigt, zu den fünf Helfern im Garten, auf dem Feld landet. Das heißt, dass in dem Moment unser Sehen, also Quellaugen, die ich da gemalt habe, unser Sehbewusstsein, unser Hörbewusstsein, unser Riechbewusstsein, das Schmeckbewusstsein und das Tastbewusstsein auch eingefärbt. Dass wir also wahrnehmen auf eine bestimmte Weise, wo wir sofort sagen, das ist was und das ist nichts. Und das gefällt mir nicht. Und wo wir einfach von einem sofortigen Gefühlskomponenten umgeben sind, die Dinge nicht mehr sehen lässt, wie sie sind, ja, Tabutam, der Wirklichkeit gemäß, sondern wie wir sie gerne hätten oder wie wir glauben, dass sie wären oder wie wir sie uns wünschen. Und das führt zu Leiden, weil es natürlich Täuschungen verursacht, die zu Enttäuschungen. Ein ständiger Prozess, den wir jeden Tag beobachten und erleben können und den fünf Helfern, im Garten hängt es eben ab, ob sie wirklich Manu unterstützen oder von ihm zu sehr beeinflusst, dann genauso den Einflüssen des Manas unterliegen, also dem Ich-Bewusstsein, wie Manu selbst. Das ist jetzt ein erster Überblick, damit wir sozusagen ganz grob sehen, wie diese Bewusstseinsfelder, und Bewusstsein wiederum nur als eine Komponente von fünfen, die auch zusammenspielen, nämlich eben Körperlichkeit und Wahrnehmung, Willenstendenz und Gefühle, wie das mit dem Bewusstsein aussieht. Und wie diese Bewusstseinskomponenten, glücklicherweise sind es bloß 8, es gab mal eine konzeptionelle Form, wo es über 40 waren, das möchte ich euch ersparen, Bewusstseinsfelder, dass wir uns auf die 8 konzentrieren können, weil sie das Entscheidende enthalten und auf die Weise uns Möglichkeiten aufzeigen, die da sind. Ich werde jetzt im Anschluss übergehen zum eigentlichen Speicherbewusstsein, um da nochmal ganz klar, also zu Arya, zu definieren, welche Bedeutung hat es für uns, wie funktioniert es, was passiert denn da eigentlich. Das soll unser zweiter Teil unseres heutigen Vormittags sein. Wir setzen also unseren Weg über das weite Feld des Geistes fort und wenden uns Alaya, der Erde, bei unserem Beispiel, unserer bildhaften Darstellung zu. Alaya ist die Basis der 7 übrigen Bewusstseinsarten, die Grundlage. Was macht sie denn, Alaya? Sie speichert alle Samen, Fachausdruck Bijas, B-E-J-A-S, alle Samen, alles, was hier entstanden ist, was an positiven und negativen Geistesfaktoren da ist, die wir in 51 verschiedenen aufgeteilt haben. Ihr bekommt die alle mit. Diese Aufstellung über die Geistesfaktoren, die hier als Speichersamen sozusagen mehr oder weniger lebendig in uns, mehr oder weniger stark in uns, in diesem Alaya versammelt sind, vorhanden sind. Durch uns geschaffene, gesetzte Samen und durch jene, die viele, viele Generationen auch hinter uns schon gegärtnert haben und sie setzen. Eltern, Großeltern, ganze lange, tiefe, spirituelle Familie, Vorfahren, wie auch die Blutsverwandten. Das alles ist in uns. Und das Alaya bewahrt diese Bijas, diese Samen, die wie gesagt sämtliche Taten enthalten. Und tun ist in dem Fall gemeint auch Denkprozesse, Kommunikationsbereich und die Handlungen. Alle Erlebnisse, alle Wahrnehmungen, alle Erfahrungen sind gespeichert. Und nichts geht verloren. Es kann immer nur verwandelt werden, aber nicht zerstört. Und wir werden nichts finden, was nicht in dem Alaya-Vijnana enthalten ist, weil es ja nicht nur unser individuelles Speicherbewusstsein ist, sondern eben auch zugleich kollektives.
Das heißt, mit allem verbunden ist, was es je gegeben hat oder je geben wird. So tief geht das. So weit. Nicht auslotbar für uns. Nicht erkennbar für uns. Und deshalb ist es sinnlos, da rumzurühren und sagen, da muss ja noch was sein oder was wäre denn da noch, wie wir es manchmal auch in Psychologiekursen gemacht haben, um nachzusehen, da muss doch noch irgendwo, das müssen wir doch klären noch, das kommt aus der Kindheit. Nicht bedenkend, dass in diesem Speicherbewusstsein nicht nur das von unserem jetzigen Lebensabschnitt, unserer heutigen Manifestation enthalten ist, sondern alles, was davor und danach auch da war und sein wird, enthalten ist bereits. Unverlierbar, unverzichtbar und dass es sinnlos ist, sozusagen in diesem riesigen Feld des Speicherbewusstseins rumzuackern, die Erde umzugraben, um zu sehen, ob da noch ein paar Samen zu entdecken wären, die ich vielleicht nicht kenne und die für mich ganz wichtig und bedeutsam sind. Nein, die kommen schon dann, wenn die Zeit dafür da ist. Wir können sie pflegen, wir können manche Dinge reifen lassen, wir können so manches bemühen, dann wird dieser Samen stark. Und dann wird eine wunderschöne Pflanze daraus und wir können genauso das in negativer Hinsicht tun. Aber wir haben keine Chance zu meinen, dass wir den Inhalt, das Volumen des Alaya erforschen können durch Investigation, durch Überprüfung und durch Nachforschen. Und es ist nicht nur der Speicher der Samen dieses Alaya, also diese Erde, jetzt beim immer wieder bei dem Beispiel, sondern auch der gespeicherte Inhalt ist da drin. Mit anderen Worten, da sind nicht nur die Äpfel drin, sondern das ist auch der Apfelkorb. Alles beides ist da enthalten. Die Samen sind Subjekt und Objekt des Bewusstseins. Beides. Zugleich. Deswegen dürfen wir nicht wieder in dualistische Konzepte verfallen. Wir pflegen ja so zu denken, was ganz normal ist. Dass wir sagen, ach so, da sind dann die Objekte des Bewusstseins drin, die ich anschauen kann. Das wäre Trennung zwischen Subjekt, zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen. Nicht. Beides ist da drin. Und deshalb ist es auch möglich, Subjekt, Objekt zusammenzubringen zum Ganzen und diese dualistische Konzeption zu verlassen. Dann sehe ich der Wirklichkeit gemäß. Dann sehe ich unbeeinflusst. Dann fange ich nicht mehr an, die Brille einzufärben oder die Pflanzen in irgendeiner Form zu tünchen oder so und so anzumalen, wie ich sie gern hätte, zur Freude des Manas. Das mache ich dann nicht, sondern ich erkenne, dass diese Ganzheit wirklich da ist, auch in meinem Speicherbewusstsein. Es möglich ist, sonst gäbe es keine Befreiung, sonst gäbe es keine Erleuchtung. Könnte man alles vergessen. Wenn es nicht diese Chance der Ganzheit inhärent in allem, was im Alaya steckt, vorhanden wäre. Und es ist aber auch der Speicher, und das ist das Dritte, er speichert außerdem noch das Anhaften an selbst. Nämlich der Teil des Alaya, der durch Manas, das aus dieser Erde auch erwächst, ist ja ein Bestandteil dieser Speicherbewusstseins-Manas, ein Erzeugnis sozusagen. Und die Verbindung zwischen den beiden, die kommen wir noch genauer, die gibt auch dieses Anhaften an das Selbst als Ergebnis. Die Kombination zwischen den beiden, Manas und Alaya, lässt das Selbst entstehen, von dem dann Manas besetzt ist in seiner Unwissenheit und ein immenser Störfaktor für unser Leben mit vielen Leidensprozessen und vielen Schwierigkeiten werden kann. Bei allem Vorzügen, die es auch noch hat nebenbei, nämlich eben unser Überleben sichern zu wollen und sich immer wieder dann einzuschalten, wenn dieses selbstgebaute Ego gefährdet ist. Da muss man was tun. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie plötzlich nichts mehr zu tun zu haben, weil ein egofreies Handeln geschieht oder weil da meditiert wird und plötzlich das Ich keine Rolle mehr spielt. Die ganze Nervosität, die daraus entsteht oder die Langeweile, die produziert wird oder der Widerstand, der im Körper aufgebaut wird, da ist Manas am Arbeiten. Kannst nicht aushalten, sowas. Dann wird es ja überflüssig plötzlich. Und solange Manas nicht transformiert ist, was möglich ist, wird es sich dagegen wehren, mit allen Mitteln. Oder arbeitet Tag und Nacht. Ist nie ruhig, genauso wenig wie das Alaya. Beide sind Bewusstseins,
Komponenten, Kategorien, die nicht aufhören. Und wichtig ist, dass alles, was Alaya aufnimmt, bleibt erhalten. Nichts geht verloren. Der Grundsatz ist wichtig, dass wir nicht der Meinung sind, wir könnten da etwas aus dem Speicherbewusstsein entfernen, vernichten, ausrotten, wegreißen und dann, wenn wir auf die Weise spirituellere, bessere, liebevollere, friedvollere Menschen. Das geht nicht. Ich wiederhole, nur verdorren, nicht mehr oft nutzen, benutzen. Was nicht ausschließt, dass es dann weg ist. Oft werden Samen reif in uns, die hunderte Jahre alt sind. Als meine Frau dem Thai sagte, du, da ist etwas in mir, das ist so hochgekommen, ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt, das bin ich doch nicht. Der Thai gelächelt und gesagt, das bist du auch. Und da ist etwas hochgekommen, etwas relevant in dir, durch äußere Eindrücke oder einen eigenen Reifeprozess plötzlich lebendig geworden, revitalisiert worden sozusagen, hat dein Tagesbewusstsein besetzt, dein Geistbewusstsein. Und dann wunderst du dich, dass da etwas ist, was du eigentlich gar nicht an dir kennst, und doch ist es da. Uralter Samen. Das ist keine Entschuldigung, dass alles, was uns passiert, naja, das ist halt in mir. Das wäre zu einfach. Aber wir müssen trotzdem sehen, dass es nichts gibt, was nicht möglich wäre. Also jedes Mordgelüste oder Brutalität oder Rücksichtslosigkeit ist auch da. Wie wenig benutzt und wie vertrocknet, ist eine andere Frage. Und wenn es nicht oft ins Tagesbewusstsein kommt, dann wird ein solcher Samen immer schwächer. Ein solches Bija. Aber das schließt nicht aus, dass es einen Zeitpunkt geben kann, wie bei einem Schauspiel ein Stichwort fällt, in dem der Schauspieler auf die Bühne tritt, dass es ein Stichwort gibt im Leben, wo plötzlich etwas auf die Bühne unseres Tagesbewusstseins tritt, was wir gar nicht erwartet haben. Und dann brauchen wir die Achtsamkeit. Dann brauchen wir die Energie der Achtsamkeit. Was ist da los? Schritt zurück, hinschauen. Was geschieht denn da mit mir? Was mache ich denn da? Was denke ich da? Was rede ich da? Was tue ich da? Dafür brauchen wir Sati. Ganz dringend. Den rufe ich dann laut. Omer, helf mir. Bin sonst auch immer freundlich und arbeite mit dir zusammen. Jetzt brauche ich dich. Und so ist die grundlegende Funktion von Alaya, diese Samen lebendig zu halten, sie zu bewahren vom Speicherbewusstsein. Und im Frühling, da können wir immer wieder neue Samen pflanzen, im Frühling unseres Lebens, damit meine ich nicht nur den biologischen, obwohl wir da viel pflanzen als Kinder und Jugendliche. Im Herbst werden Pflanzen da sein mit Früchten. Die Früchte werden neue Samen sehen. Unsere Früchte der Liebe und des Mitgefühls. Unsere Früchte des Gleichmuts, von denen der Buddha sprach, als Herzensqualität, unsere Früchte der Freude sind die schönsten Blumen, die wir in dem Feld finden können. Und sie bringen Früchte für uns selbst. Die Früchte bringen neue Samen für uns selbst, für weitere Pflanzen, aber auch für andere Felder, mit denen wir ja verbunden sind durchs kollektive Bewusstsein. Und da können wir Geschenke machen. Unsere Liebe, unsere Freude, unser Mitgefühl, also sozusagen die besten Samen in uns, sie zu entwickeln, sie zur Blüte zu bringen und sie dann jemand zu schenken, ist eines der schönsten menschlichen Qualitäten, die wir haben können. Und all das wird manifest, es erscheint, es ist schon da, aber es erscheint dann, wenn die Umstände dafür reif sind, wenn die Bedingungen stimmen. Genauso wie alles in Erscheinung tritt, was wir uns vorstellen können, einschließlich uns selbst, wenn die Bedingungen stimmen. Und das ist nicht nur Samen und Ei, aber da gehen wir jetzt zu weit, wenn wir das genauer angucken, welche Bedingungen alle zusammenspielen, damit eine Manifestation möglich ist. Eine Erscheinung in dieser Welt. Und wenn sie eben nicht mehr stimmen, dann sind wir nicht weg, sondern sind wir nicht mehr manifest, dann sind wir in der Latenz, dann ist es immer noch da. Aber für uns nicht mehr sichtbar und erscheinend. Thay hat es oft an einem Streichholz gezeigt, nicht? Wenn er die Flamme anzündet und sagt, bitte, das ist jetzt die Flamme. Und wenn die Bedingungen nicht mehr stimmen, zu Deutsch, das Hölzle ist abgebrannt, ist die Flamme nicht mehr da. Oder wenn die Kerze runtergebrannt ist, ist sie deswegen weg, die Flamme? Nein, sie ist nur nicht sichtbar, für uns nicht erkennbar.
Sie ist nicht mehr manifest, nicht mehr konkret da, aber sie ist latent vorhanden wie alles andere. Denn sonst wird ja was verloren gehen. Und es kann nichts verloren gehen. Also ist alles, was war, noch da, aber nicht immer in Erscheinung. Weil dieses in Erscheinung sein setzt eben voraus, dass die Bedingungen, die Conditions, dass die stimmen, damit etwas in Erscheinung treten kann. Und die Flamme wird in Erscheinung treten, wenn die Bedingung da ist. Hier ist der Streichholz, da ist der Schwefelkopf, da ist die Reibfläche. Flamme ist da. Bedingung stimmt. Nur so ist es zu verstehen. Bijas. Ihr habt gesagt, Samen sind Mitgefühl, sind Freude, sind aber auch Sorge und Angst und Probleme. Und die Früchte der Samen, die wir gepflanzt haben, zum Teil oder übernommen haben in der Erde, die wir gepflegt haben, die gereift sind, sie sind die Substanz unseres Lebens. Und das ist unsere Arbeit mit dem Bewusstsein. Was laden wir ein? Was stärken wir? Durch Übung. Und halten es fest. Festhalten schlecht, wir müssen immer loslassen. Aber was halten wir in unserem Bewusstsein? Im Manu, beim Gärtner, was halten wir da fest? Das, worum wir uns bemüht haben, was wir eingeladen haben, was wir gepflegt und kultiviert haben. Und das andere, die Angst, die Ängste, die Sorgen, die Probleme, die Egoismen, die uns leiden lassen, die uns einschränken, die unser Bewusstsein oft wirklich überlappen, dass alles auf diesem Feld rumspinnt, deutsch gesagt, weil es so viel Schmerzen und Trauer und Ängstlichkeit und Leid gibt. Diese unheilsamen Samen, die genauso da sind, zu verändern, wo aus Wut Mitgefühl werden kann, weil wir den anderen besser verstehen lernen, wie sehr er leidet. Und eigentlich unserer Wut nicht bedarf, sondern unseres Mitgefühls. Wie Verwandlung eintritt, indem ich Ablehnung eines, nur weil jemand fremd ist, oder ich ihn irgendwo bewertet und eingekastelt habe, der gehört zu der Kategorie, vergess ihn, als solcher Typ, nichts für mich. Wo sich das löst und ich plötzlich den Menschen erkenne. Diesen Menschen, nicht den Araber, als Beispiel. Oder den Türken oder was weiß ich. Diesen Menschen. Und so entsteht Transformation. In den Bijas, in den Samen. Und das ist Transformation at the Base. Das ist Veränderung auf der Basis, auf der Grundlage. Da passiert das Entscheidende. Und daran können wir arbeiten, in der Erde. Und können der Erde vieles überlassen, dass es reif wird und dass die rechten Samen dann zur Reife gelangen, das ist unsere Bemühen. Aber tun können wir es nicht. Da sind wir nicht dazu in der Lage. Wir müssen es geschehen lassen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Lasst Dinge geschehen. Tut das Beste. Gebt euch Mühe. Fragt aber nicht, was bringt's oder wo ist das Ergebnis, möglichst schnell und möglichst direkt. Sondern lasst es reifen. Habt Vertrauen. Es gute Saat bringt gute Ernte. Wir haben eine gute Erde. Allah ist wunderbar, enthält wohl alles, aber ist bereit, sich ganz einzubringen in dem, was wir als Gärtner fördern und pflegen wollen. Und je mehr wir Samsara-Samen, also die des Alltags, des Leidens, der Schmerzen dabei fördern, weil wir sie bewusst wieder immer wieder herholen, oft angeregt durch Manas mit seiner Ich-Vorstellung, sich zu schützen vor den anderen. Oder da bin ich und dort ist der Rest der Welt. So mit dem Grundsatz. Und ich muss mich schützen davor. Und ich darf mich nicht öffnen. Ich könnte ja verletzt werden. Und diese Verletzung tut wieder weh. Und ich will mich auch nicht abstumpfen. Ich will auch nicht gleichgültig werden. Also wenn ich offen bleibe und Leiden und Schmerzen annehmen kann. Wie viel Kraft habe ich da? Wo ist meine Kapazität zu Ende? Auch das ist zu prüfen. Und je mehr wir üben und je mehr wir uns darauf einlassen, so wie Liebe auch nicht weniger wird, die trocknet nicht aus, wenn wir geben und weitergeben. Dann bleibt sie lebendig. Sie bleibt kraftvoll.
Das ist eine Pflanze, die nicht verdorrt. Und so ist es auch andersrum. Wir können diese unheilsamen und heilsamen Samen fördern, die eine Seite, und bewahren immer mehr. Und je öfter wir sie fördern ins Tagesbewusstsein, entweder einladen oder sie kommen von selber, weil wir in eine bestimmte Richtung gehen und unseren Geist in eine bestimmte Richtung ausrichten, umso besser. Und die Unheilsamen vermeiden, uns nicht zu sehr vergiften lassen, nicht zu sehr in Gefahr begeben, dass wir durch Zerstreutheit, durch Automatismen, durch Manipulation, durch Vereinsamung, durch egozentriertes Handeln, durch zu viel greifen und haben müssen und wollen, in eine Situation kommen, die uns diese Samen sehr, sehr stark als Pflanzen werden lässt. Wir haben sie bekommen von Eltern und stehen im Austausch damit, von Lehrern, von Kollegen, von Vorfahren, von der ganzen Gesellschaft. Keiner ist eine Insel. Er ist es auf der einen Seite, muss sich um sich selbst kümmern, aber er ist zugleich auch verbunden mit dem Kollektiven, mit allen anderen. Niemand ist für sich allein. Das ist etwas Schönes, weil wir nie einsam sein brauchen, wenn wir wirklich uns öffnen und Intersein langsam lebendig wird. Aber es ist auch zugleich die andere Seite, dass wir nie allein sein können, auch wenn wir wollten, uns nicht isolieren können. Wir können nicht ohne Luft leben, wir können nicht ohne Wasser leben, wir können nicht ohne andere Menschen leben. Diese Robinson-Geschichte stimmt einfach nicht. Wir brauchen so viel andere, so viele sind, dass wir verbunden sind und die uns. Darum ist es für mich so schön, der Satz, because I'm in you and you are in me. Es geht nicht anders. Und das können wir, diese Samen, die können wir setzen, sie immer wieder identifizieren, erkennen, bewusst, durch Bewusstsein, bewusst erkennen, begießen, kultivieren unsere Freude und das Leiden verwandeln. Diese Kultivations- und Transformationskraft ist da und sie ist das Entscheidende in der Praxis. Und je mehr wir Samsara-Samen in uns lebendig haben, die bei uns im Wohnzimmer rumsitzen, ich nehme jetzt ein Bild vom Haus, dann würde bei mir der Kellerbereich das Speicherbewusstsein sein und das Wohnzimmer wäre da dieser Manas, den man halt so hinkriegen muss, dass man sich trotzdem noch da wohlfühlt. Und der Hauptbeteiligte im Haus wäre dann mein Freund Manu mit dem Smriti zusammen oder Sati, der mein Bewusstsein sozusagen in eine bestimmte Richtung immer wieder ausrichtet, auch in seinem Denken, in seinem Verstandes- und rationalen Vorgängen. Naja, und dann hätten wir natürlich noch die Fenster und Türen der Weltwahrnehmung, jene fünf Helfer, die dann das von außen reinbringen ins Haus. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es so ein richtig schönes Blockhaus ist. Das ist zugleich auch meine Heimat. Und dass ich in der Lage bin, auch mal die Fenster und die Tür zu schließen, jene fünf Helfer sozusagen auszusperren und die Welt nicht wahrzunehmen, wenn der Wind zu sehr reinpfeift. Und dann da drin Feuer zu machen mit Manu. Und das Licht und das Wärme da ist. Und dass ich wieder meine Papiere sortieren kann. Mit anderen Worten, meine Gedanken klar ausrichten, um wirklich dann die Beine auszustrecken und sagen, ich bin zu Hause. Ich bin jetzt wieder mal angekommen. Es ist schön, da zu sein. Und dann die Kraft zu haben, wieder Fenster, Tür, aufreißen, reingehen in diese Welt, Welt wahrzunehmen. Aber mit der inneren Kraft, der Freude, des Mitgefühls. Und auf die Weise mit Samsara-Samen umzugehen, aber auch mit den sogenannten Nirvana-Samen, die mehr Einsicht bringen, mehr Verständnis, mehr Stabilität, mehr Freiheit. Ich habe vor 2 Tagen lange über Freiheit gesprochen. Was ist sie, wozu? Freiheit wovon? Freiheit wozu? Freiheit warum? Müssen wir uns heute ersparen, wir sind beim Bewusstsein. Und diese Buddha-Natur, was da in uns lebendig ist, es ist da, unverlierbar. Wir verlieren ja nichts, das wissen wir inzwischen. Und im Speicherbewusstsein, wenn alles da ist, ist natürlich auch die Buddha-Natur. Andere würden sagen, das ist die Christus-Natur. Welchen Namen wir immer wir ihm geben, ist in uns. Genau wie Sati und genau wie der Heilige Geist sind Kräfte,
Energien, die in uns bereits angelegt und vorhanden sind. In uns ganz sicher, weil wir natürlich auch einen starken christlichen, gottesbezüglichen Rahmen haben, ob wir heute noch dabei sind oder nicht, ist jetzt die zweite Frage, nicht wichtig, sondern wenn alle unsere Ahnen, wir sind Europäer, wir sind da, die ja ein christliches und vorchristliches Erbe mit eingebracht haben, in uns lebendig sind, naja, dann ist auch das in uns lebendig, was wir vielleicht aus welchen Gründen auch immer heute ablehnen und nicht mehr hinschauen wollen. Ich habe mit meinen christlichen Wurzeln einen tiefen Frieden geschlossen. Und die ersten 40 Jahre meines Lebens war ich gut katholisch, wie meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern auch. Und die anderen 30 Jahre gut buddhistisch, ohne Blicke zurück im Zorn. Und das ist mir so wichtig, dass wir dieses annehmen lernen, dass wir Versöhnung machen mit uns selber und mit unseren Wurzeln. Und dass diese Energien auch in uns leben und uns helfen können, tiefer zu verstehen und menschlicher zu werden. Und diese Buddha-Natur oder das, was wir den Funken Gottes, seinen Geist nennen können, wir nennen ihn den Heiligen Geist, diese Energie Gottes, ist in uns unverlierbar. Es geht ja nichts verloren. Also ist die Frage, wie kann ich das wässern? Wie kann ich das zum Leben bringen, was schon da ist? Ich brauche nichts mehr erwerben und irgendwo hinlaufen. Deswegen sagen wir, I have arrived, I am home. Ich bin schon zu Hause. Ich bin angekommen. Es ist schon da. Und es geht darum, es zum Leben zu bringen, dass es strahlen kann. Das ist die schönste, prachtvollste, wunderbarste Pflanze auf meinem ganzen Feld werden kann und dieses ganze Feld mitverwandelt. Das ist es, worum es geht. Und dafür, dieses Vertrauen zu finden in die Erde, in Alaya, ist wichtig. Immer, wenn ich mich dahin wende, mit meinen Sinnesorganen kann ich lernen zu sehen, wie es ist und nicht, wie ich es gern möchte und ohne einzufärben. In seiner ganzen Schönheit, seiner ganzen Pracht. Aber dann darf nicht der gute Freund Manas oder der von ihm angesteckte Manu dazwischen kommen. Ist es klar? Wenn ich auf die Weise mit meinem Bewusstsein unmittelbar mit Alaya in Kontakt bin, dann sehe ich das, wie es ist. Und da sind wir uns mit allen buddhistischen Traditionen einig. Theravada spricht genauso von Yata Buddha. Der ganze Abhidhamma redet davon. Buddha-Natur, Bodhicitta, das Potenzial zur Befreiung wässern. Es ist da. Wie immer wir das nennen wollen, ist nicht wichtig. Und ich bin ganz sicher, dass es genauso in jedem Moslem angelegt ist, in jedem Juden angelegt ist, in jedem Taoisten, in jedem Hindu. Aber er wird verschiedene Werkzeuge einsetzen, um es zum Leuchten zu bringen, zum Blühen, zum Reifen. Wir haben halt diese mehr als 2.500 Jahre alte Methode gewählt, die uns der Buddha gezeigt hat. Die Samen hier in dem Alaya-Vijnana, im Alaya, werden eben durch unsere Wahrnehmungen immer wieder neu erzeugt. Neue Erzeugung durch die Wahrnehmung. Das ist wichtig. Alles hat drei Zeichenpaare, das möchte ich noch mit einbringen. Zum Beispiel gibt es ein allgemeines Zeichen, sein Haus. Jeder, der Haus sieht, das ist das allgemeine Zeichen. Da haben wir eine konventionelle Absprache, wie so ein Haus ist. Wobei jeder sofort, wenn die Augen zumacht, ein anderes Haus sieht. Das wissen wir auch. Insofern ist es ein spezielles Zeichen. Zugleich auch. Zugleich ein allgemeines, für uns alle gültig. Haus ist klar, Tisch ist klar. Augen zu, spezielles Zeichen. Aha, ich sehe einen ganz anderen Tisch wie er. Auch klar. Es gibt also zugleich ein spezielles Zeichen, die Kombination seiner Teile. Wir können also sofort sehen, dass Einheit und Vielfalt das Gleiche ist. Also das, was wir als Einheit sehen, Klammer Haus, Klammer Tisch, ist eines. Was wir als Vielfalt sehen, jeder sein Haus, seinen Tisch, die Vielfältigkeit dessen, was existiert. Und es gibt ja kein Blatt, das dem anderen gleicht. Natürlich auch keinen Menschen. Auch wenn sie geklont wären, werden sie nicht einander gleichen. Und auch die Zwillinge nicht, das sehe ich bei meinen Zweien. Wie wenig die sich oft gleichen, wenn sie auch äußerlich wie ein Ei aussehen, weil sie eineiige sind. Das ist das zweite Zeichen. Und das dritte ist, dass wir zugleich sehen können, auch wieder zugleich, den Aufbau und die Auflösung.
jeder Manifestation, jeder Erscheinung, weil der Aufbau zugleich auch seine Auflösung enthält. Ich sehe im Baby dem alten Menschen oft. Ich sehe im alten Menschen das, was er mit 5 oder 4 Jahren war. Und wenn wir die Erdberührungen machen und uns unsere Eltern vorstellen, wie sie 5 Jahre alt waren, nicht als die Alten, die wir dann kennengelernt haben, als wir selber als Kinder aufwuchsen, und ihre Frische und ihre Träume und ihre Tatkraft erleben in der Berührung mit der Erde. Wie war denn das, als meine Mutter 5 oder 15 Jahre war oder mit 21 meinen Vater geheiratet hat damals? War nicht die gleiche und doch die gleiche. Und so können wir Aufbau und Auflösung, beide Aspekte jedes Zeichenpaares zugleich sehen. Die Blume und den Kompost. Und dem Kompost die Blume, wie Teil so schön oft sagt. Und das Ganze ansehen, indem wir jedes Teil betrachten und in jedem Teil das Ganze sehen. So ist es. Darum hat auch ein Baum eine allgemeine Struktur, die Einheit, und eine spezifische. Weil jede Linde eine andere ist und jede Tanne ist auch wieder eine andere. Aber es ist eine allgemeine als eine Tanne. Und wir sehen die Einheit, den Wald, die Vielfalt, aber auch das Individuum zugleich, wenn wir recht schauen. Und wir sehen den Aufbau und die Auflösung auch zugleich, wenn wir bei jeder Betrachtung in der Natur und auch im Menschen. Das ist Intersein. Das ist Verwobenheit. Und in diesen 3 Merkmalen, diese 3 Zeichenpaare, in jedem Samen, in jeder Erscheinung, ja, ist besser gesagt, in jeder Erscheinung, die einen Samen hervorgebracht hat, erkennen. Samen lassen andere Samen entstehen, die wir oft Bilder nennen, wenn sie entstehen. Und dieses Bild halten wir dann für die Wirklichkeit. Wir nennen das Abbilder. Und wir sehen selten die Grenze zwischen Wirklichkeit und eingebildeter Wahrnehmung. Die meisten glauben, ihre eingebildete Wahrnehmung sei die Wirklichkeit. Wir werden über die Natur der Wirklichkeit am letzten Tag genauer hinschauen müssen, um zu verstehen, wie vielen Missverständnissen und falschen Vorstellungen wir da unterliegen. Wir sehen die Grenze oft nicht. Und durch unsere Bilder, die wir haben, geistigen Bilder, schaffen und erfinden wir unsere Wahrnehmungen. Weil die von unseren Bildern, also von der eingefärbten Brille, wie ich oft sage, grau oder grün oder rosa-rot, werden sie geschaffen, die Wahrnehmungen. Stellt euch vor, ihr seid verliebt. Ihr habt ein Bild. Ist es die wahre, die richtige Wahrnehmung? Oder ist es eine Überstülpung? Ein Parikalpita. Eine Überstülpung, wo ich etwas transformiere in den anderen hinein und ihn so sehe, wie ich ihn sehen möchte und wie er mir erscheint und wie ich es fantastisch finde. Eine wirkliche Transmission auf der Menge Zeug in den anderen. Und ich weiß nicht, ob die 50% Scheidungsquote, die wir angeblich haben, oder 48% in den ersten 5 Jahren darauf zurückzuführen sind, dass die Bilder dann halt nicht mehr stimmen. Und dass die Wirklichkeit, das, was ich da drauf projiziert habe, wenn es mal wegbricht, anders aussieht, wie das, was ich in meinem Verliebtsein gesehen habe. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel dafür, wie Bilder und Abbilder nicht identisch, unbedingt identisch sind mit unserer Wirklichkeit. Und dass unsere Wahrnehmungen uns da sehr täuschen können. Wir sollten unsere Wahrnehmungen nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Es gibt zu viele falsche Bilder. Es gibt zu viele Einbildungen. Ein-Bildungen. Und zu viele Vor-Urteile. Und deshalb sagt Tai oft, wir sollten uns immer wieder fragen, bin ich mir sicher? Ist das so? 2-mal. Bin ich mir wirklich sicher? Um wegzukommen von falschen Bildern. Nicht umsonst haben manche Religionen jedes Bild nicht mehr gewünscht. Jedes Abbild, um Menschen nicht in die Irre zu führen. Können wir in jeder Moschee betrachten. Und es gibt eben dann 3 Daseinsbereiche. Das sei meine letzte Betrachtung. Dann müssen wir unsere Anschauung beenden, obwohl es unendlich viel zu sagen gäbe, auch für den heutigen Vormittag noch. Aber ich sehe, das schaffen wir dann zusammen nicht. Möchte ich auch nicht. Es gibt also noch die 3 Daseinsbereiche. Das letzte ist der Begierde, der Begierden, Begehren, Zorn, Hass, Arroganz, Verblendung. All diese Sektoren, die in uns sind,
wo wir uns in einem ganz bestimmten Daseinsbereich aufhalten. Und das sollten wir wissen. Das muss uns bewusst werden. Wo sind wir denn? Wo bin ich denn hier? Mit mir. Es gibt dann eine Daseinsform, die heißt nur Form, nicht mehr Begierde. Und da beginnt das etwas einfachere Leben. Da beginnt Aufgabe von Begierden, die durch Gewohnheitsenergien und durch Egoismen entstanden sind. Da wird dann der Manas traurig, wenn ich anfange, das loszulassen. Ich brauche das nicht mehr. Muss ich nicht haben. Damit kannst du mich nicht mehr reizen. Und ich schaffe es, auf den Knopf zu drücken, wenn ich sehe, jetzt kommt eine leichte Vergiftung schon wieder auf oder eine ganz stabile, schwere. Durch Medien, die bestimmte Dinge bei mir erreichen möchten. Automatismen und Manipulationen. Wenn das eintritt und das Leben damit einfacher und auch leichter wird und wenn ich neuen Umgang mit meinen Partnern und Kollegen finde und in der Familie, dann bin ich in dem Daseinsbereich der Form, der rechten Form sozusagen. Und dann gibt es noch den Bereich der Nichtform. Auch das gibt es, wenn also keine Materie, keine Verdichtung, sondern nur noch Energie vorhanden ist. Und alle drei Formen, alle drei Daseinsbereiche kann man im Jetzt berühren. In uns und um uns herum, jederzeit. Das ist eine Frage, wie wir darauf zugehen, wie wir uns öffnen und wie wir erkennen, bin ich jetzt im Bereich der Begierde? Bin ich im Bereich der Form? Das ist schon mal ganz was sehr Positives oder sogar der Nichtform. Denn jeder Bereich ist auch im kollektiven Bewusstsein, in dem wir leben. Und jedes Praxiszentrum kann auf die Weise reines Land werden, wenn ich mich darauf einlasse, und nicht nur Praxiszentrum auch, wie auch und besonders darauf einlasse, Dinge langsam zu sehen, wie sie sich mir zeigen, ohne sie von mir aus dauernd verändern zu wollen. Menschen, Gegenstände, Situationen, was immer es ist. Wir sollten sehen, wie wir diese drei Daseinsformen, wo wir uns aufhalten in diesen drei großen Sälen des Lebens. Wir haben viele Fähigkeiten von den Vorfahren übertragen bekommen. Es wurden dann Gewohnheitsenergien, heilsame und unheilsame, positive und negative. Wir haben Verhaltensweisen gelernt und auch körperliche Merkmale von ihnen übernommen. Erbgut. Und bei entsprechenden Umständen, ich habe das gesagt, werden die Samen all jener, die in uns gesetzt wurden, manifest. Und wir geben es an die Kinder und die geben es wieder an ihre Kinder. Ich kann das sehr gut über 4 Generationen zurzeit beobachten. Unglaublich. Und so ist es unsere Chance, da Veränderung herbeizuführen durch unsere Übung, durch unsere Bemühung. Und da verändern wir nicht nur bei uns. In diesem Alle, ja, dass er auch diese kollektive Komponente hat, in der wirklich alles, was vorher und nachher sein wird, enthalten ist, verändern wir auch die Samen dieser ganzen Erde sozusagen. Wenn wir in uns friedvoller werden, dient es dem kollektiven Frieden und dem individuellen und dient genauso dem Partner und den Kindern wie der Gesellschaft und dieser Welt. Und keiner soll sagen, mein bisschen Frieden reicht nicht aus, dass die Kriege aufhören. Reicht nicht aus, aber wir werden immer mehr. Und es gibt ein kollektives Bewusstsein, wie es es auch im negativen Sinn gibt, dass plötzlich alle marschieren und heilschreien. Fast alle, nicht alle. Ich war ja auch bei den Bimpfen noch. Es ist da. Und wir können es verändern. Jedes bisschen Glück von uns ist so viel Glück für die anderen. Und jedes bisschen Freude, das wir erzeugen, dient allem. Auch das ist Intersein. Niemand lebt für sich allein. Niemand lebt für sich nur. Mit seinem Leiden nicht, die anderen leiden mit. Nicht so konkret im Wissen darum, warum der leidet, aber es ist eine Gesamtatmosphäre, sein Bewusstseinsfeld, in dem wir uns aufhalten. Und das, man spricht manchmal vom Zeitgeist und so, das kann sich manchmal so verdichten, dass abertausende Menschen leiden und leiden und leiden. Jeder für sich auf seine Weise und jeder mit anderen Bedingungen, je nach seiner Reife, je nach dem, was er mitbringt, je nach dem, was er in sich hat. Aber ganze riesige Bereiche.
sind mit Schmerzen und Leiden erfüllt und wissen nicht, wie sie aus dem Kreis rauskommen. Ich kenne Situationen, wo bei großer Armut und einfachster Lebensweise ich ganz glückliche, fröhliche, leuchtende Gesichter gesehen habe, mit einer tiefen inneren Zufriedenheit, einem unglaublichen Frieden, nicht nur in Tibet, auch in vielen anderen Plätzen. Das war für mich ganz erstaunlich zu sehen, wie dieses kollektive Bewusstsein, an dem wir beteiligt sind, das wir mitverändern, Wirkung hat. Aber eben auch auf Vorfahren. Wenn ich weine, weint mein Vater und meine Mutter mit, auch wenn sie beide nicht mehr leben, aber in mir lebendig sind. Und das ist so. Mein Großvater und Großmutter auch, die ich noch kann. Und wenn ich glücklich bin und lache, merke ich, wie die mitlachen und sich mitfreuen. Wir sind so miteinander verbunden, ob wir das verstandesmäßig jetzt erfassen können oder nicht, ist nicht die Frage. Sondern wir müssen eben tief schauen lernen, mit dem Herzen. Und das Allerherr, das Bewusstsein weiß das und kann uns das Vertrauen und die Antwort, die Bestätigung geben. Ihr wisst, wie es schon als, wenn wir Fötus sind, alles aufnimmt, was in der Familie geschieht. Jedes Wort, jede Tat, jeder Gedanke wird aufgenommen. Und so sind die Vorfahren in uns auch lebendig. Sie lächeln mit uns, sie weinen mit uns. Und sie sind sehr, sehr traurig, wenn noch keine Versöhnung stattgefunden hat mit ihnen. Ich denke, dass wir mit dieser Betrachtung jetzt den heutigen Vormittag ganz gut abschließen können. Ich bin sehr erfreut, dass wir von der Qigong-Unterbrechung abgesehen, nahezu 2 Stunden, mit große Achtsamkeit und intensiv dabei wird und mir ein Stückchen auf dem Weg durch das Feld gefolgt seid. Ich freue mich, wenn wir diesen Weg auch ganz konkret und verbunden mit allem, was um uns herum ist, heute Nachmittag fortsetzen können, draußen dann, in der Natur. Und wenn wir spüren, ich habe so oft gespürt und es war für mich sehr hilfreich, wie sehr uns jeder Baum, jeder Strauch, jedes Flüsschen, jeder Bach, jeder Berg hilft, wenn wir uns dafür öffnen und wenn wir nach seiner Hilfe fragen. Er gibt Antwort. Er gibt Antwort. Ich habe viel mit Erscheinungen der Natur, mit diesen Manifestationen gesprochen. Auch mit Tieren natürlich und mit Menschen. Wenn wir uns wirklich öffnen, wenn wir dieses Allerherr kollektiv spüren und uns im anderen wiedererkennen und ihn in uns, es ist die schönste Arbeit mit dem Bewusstsein, manchmal auch traurig, manchmal auch schmerzlich, aber zugleich wunderschön, die wir miteinander vollziehen können. Aber wir werden unseren Weg weitergehen jetzt in diesen Tagen. Wir werden Manas und Mano besser kennenlernen, einordnen können und dann sehen, wie wir das in unsere Praxis, und dafür gibt es doch auch eine Palette von Möglichkeiten, allmählich einbringen. Aber das Wichtigste wird sein, uns zu öffnen und diese Verbindung bewusst zu machen mit allem. Dieses Intersein wirklich vom Konzept weg zu einer Lebenserfahrung werden zu lassen. Das scheint mir das Wertvollste und Wichtigste zu sein. Heute Nachmittag finden wir uns nach der Gehmeditation um 5 wieder hier ein. Noch einmal alle zusammen. Und ich möchte dann, dass ihr euch bitte überlegt, was ihr gerne genauer anschauen wollt, außerdem, was wir eh noch behandeln werden. Insofern ist es ein bisschen schwierig. Aber was euch selber wichtig ist bei dieser Arbeit mit dem Bewusstsein und beim besseren Verstehen der Natur unseres Bewusstseins, damit wir, weil wir eine heterogene Gruppe sind, wo viele vieles wissen und manche wenig wissen, sodass wir da wirklich auspendeln, wo die Interessenlage stark ist und wir etwas genauer hinschauen. Ich kann also das auf ganz verschiedene Weise dann, glaube ich, einbringen. Und dafür ist der Nachmittag dann eine gute Gelegenheit, während wir ab morgen Nachmittag dann in 3 Gruppen miteinander sprechen wollen, um den Stoff weiter zu vertiefen, weil ihr dann der morgige Vormittag auch dabei sein wird mit Manas und Mano und einen kleinen Rest Alaya, über den wir noch nicht gesprochen hatten.